Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Besuchertribünen, bevor ich zu meiner eigentlichen Rede komme, Herr Dr. Nüßlein, muss ich doch noch mal sagen, die Frage Parität nach dem Motto, ja, Sie waren ja auch mal irgendwann dabei und wir mal nicht. Nee, nee, das stimmt ja nicht ganz. Wer immer dabei war, waren immer Sie, die CDU-CSU. Die waren nämlich grundsätzlich immer dabei, weil Sie, als wir in der Verantwortung mit Rot-Grün waren, war die Frage, wie kriegen wir den Bundesrat? Und dann waren Sie entsprechend mitbeteiligt. Also Sie waren eigentlich immer im Boot, wenn es da um die Frage der Parität ging. So, wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, reden heute hier über den dritten Haushalt der Großen Koalition. Und ich muss sagen, ich fand schon sehr interessant, wenn ich den Fachkolleginnen und Fachkollegen zugehört habe, das, was Sie in dem zurückliegenden Jahr, und ich rede nicht von den zurückliegenden 2 Jahren, sondern in der Tat von dem zurückliegenden Jahr, geleistet haben an Gesetzen, die Sie hier verabschiedet haben. Das heißt, hier verabschiedet haben, vorher Anhörungen, vorher im Ausschuss beraten haben, das umgesetzt, muss ich sagen, eine großartige Leistung, die Sie hier gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Und egal, wie Sie abgestimmt haben, aber unterm Strich haben Sie sich ja insgesamt mit der gesamten Thematik des Gesundheitsbereiches beschäftigt. Das muss man als Haushälter mal einfach so sagen, ist eine großartige Leistung. In den zurückliegenden Haushalten haben wir zum Beispiel im Haushalt 2014, als der Haushalt eingebracht worden ist, war da die große Frage, wie gehen wir mit der HIV-AIDS-Stiftung um? Herausforderung haben wir in dem Bereich im Haushalt auch verabschiedet, aber nichtsdestotrotz ist das Thema ja nicht von der Tagesordnung, sondern wie wird es auf Perspektive langfristig weitergehen? Also da ist die Frage in den Haushaltsberatungen, welche Gespräche haben Sie in dem Bereich fortgesetzt? Erinnern wir uns, und auch das hat gerade der Gesundheitsminister Herr Gröhe noch einmal angesprochen im Bereich der Arbeit Ebola, im Haushalt 2015. Wenn wir uns da zurückerinnern, Haushalt war gerade eingebracht und wir haben wirklich in jeder Sitzung, im Haushaltsausschuss, aber auch besonders Sie in den Fachausschüssen, haben sich mit dem Thema Ebola beschäftigt. Jetzt hört man nichts mehr oder nur sehr wenig oder ganz, ganz punktuell, wenn man mal genauer hinhört und noch mal nachfragt. Was ist eigentlich daraus geworden? Ist das Thema, weil jetzt die Flüchtlingshilfe im Vordergrund steht, gibt es das Thema Ebola jetzt nicht mehr? Was ist in den Krisenregionen? Was ist mit dem, was wir angeschoben haben? Das sind Fragen, die wir im Rahmen der Haushaltsberatung auch auf jeden Fall stellen werden. Und da müssen wir auch noch mal sehen, ob das, was wir in der Krisensituation geleistet haben, denn tatsächlich auch Bestand hat für andere Zeiten über den Haushalt hinaus. Haushalt 2016. Heute erster Tag der Einbringung des Haushaltes. Ich glaube, jedem Rednerin und jedem Redner ist es wirklich ein Herzensanliegen, noch einmal auf die Flüchtlingssituation der Menschen, die aus der Krise herauskommen, noch einmal deutlich zu machen und wie stark uns das bewegt. Jeder mit ganz unterschiedlichen sicherlich Schwerpunkten, mit ganz unterschiedlichen Ausrichtungen, aber unterm Strich beschäftigt es uns sehr und es liegt uns allen insgesamt am Herzen, vor allem wenn man die Kinder sieht, die ohne Familie, ohne Eltern, ohne Erwachsenen flüchten, hier dann stranden und tatsächlich mit ihren Sorgen, mit ihren Nöten fertig werden, bis hin, dass sie Traumata haben und wir müssen damit umgehen. Und dieses Umgehen heißt auch für uns im Haushalt, im Einzelplan 15, im Gesundheitsbereich, wie gehen wir mit den Menschen um, die hier aus Flucht und Vertreibung, aus Krisenregionen hierher kommen und nicht, weil sie alle nur Wirtschaftsflüchtlinge sind, sondern weil die Menschen in der Tat, und das muss man sich einfach noch mal bewusst machen, setzen sich in ein Gummiboot, um dann über Stunden oder Tage hinweg offenem Meer irgendwo in Frieden, in Sicherheit zu landen. Und da ist die Frage, wie nehmen wir die Menschen auf? Also für mich stellt sich schon die Frage in unserem Gesundheitsetat, wie viel von den 6 Milliarden Euro bleiben denn tatsächlich bei uns im Gesundheitsetat hängen, übrig? Wie werden wir das wiederfinden in unserem Etat? Das heißt schon, dass schon deutlich gesagt werden muss, nicht nur die Frage von Durchimpfen, nicht nur die Frage, dass wir natürlich ihnen Schutz bieten, dass wir im Notfall eine Versorgung haben. Aber für mich stellt sich schon die Frage, so wie es mein Kollege auch gerade deutlich gemacht hat, was ist mit der Gesundheitskarte? Wir müssen doch eine Antwort auf diese Frage finden. Und insofern hoffe ich auch, dass im Rahmen der Bund-Länder-Diskussion, im Rahmen des Gipfels, dass da ein entscheidender Durchbruch kommt. Wir fordern eindeutig, dass hier eine klare Positionierung zur Gesundheitskarte auch kommt. Also das waren die Themen und das sind die Themen allgemein, erstmal grob. Aber der Haushalt beschäftigt sich auch noch mit vielen, vielen anderen Dingen. Das haben Sie, liebe Fachkolleginnen und Fachkollegen, in dem zurückliegenden Jahr nun halt auch sehr deutlich gemacht.
über die Größe des Haushaltes. Wir reden in der Tat nicht über den größten Haushalt, aber wir reden über einen Haushalt, der die Menschen insgesamt betrifft. Gesundheit, Krankheit, Pflege geht uns alle an. Vorsorge, Prävention, das sind Themen, die uns insgesamt beschäftigen. Und insofern ist nicht die Frage Größe des Haushaltes, sondern was machen wir mit dem, was uns zur Verfügung steht, und setzen wir in der Tat da die richtigen Prioritäten. Wir haben im Haushalt 86,4 Millionen Euro für die Frage von Schwerpunkten im Haushalt im Bereich der Prävention und Aufklärung, im Bereich der Organspendekampagne. Und auch da wird noch mal kritisch nachgefragt werden. Wir haben im Jahr 2014, als es denn da den ein oder anderen Missstand an den Krankenhäusern gab im Rahmen der Organvergabe, haben wir dieses Geld noch einmal aufgestockt. Was ist in der Zwischenzeit geschehen? Die Frage AIDS-Aufklärung, die Frage Drogenaufklärung, die Frage Bekämpfung von Diabetes. Und da rede ich nicht nur über Diabetes Typ 2, also alten Diabetes, sondern ich rede, was ja viel schlimmer ist, bei jungen Menschen, bei Kindern, die aufgrund falscher Ernährung, aufgrund von nicht vorhandenen Aktivitäten im Sportbereich, von nicht vorhandener Aktivität überhaupt, dass die Kinder und jungen Menschen krank werden. Bekämpfung der Diabetes, und dieses Mal ist es auch im Haushalt nachzulesen, der Aspekt von Migration und Integration. Fünftens, die Förderung von Maßnahmen im Bereich der Kindergesundheit. Sechstens, im Bereich der Pflege, Pflegeberufe. Und da, denke ich, haben wir eine ganze Menge auf den Weg gebracht. Sie haben insgesamt eine Menge auf den Weg gebracht. Wenn ich denn da die Frage sehe, wie jetzt auch die Frage von Pflege, von Demenz angegangen wird, eine längst überfällige und dann, denke ich, jetzt auch zu Recht auf den Weg gebracht. Nichtsdestotrotz werden wir auch da nachfragen. Ist das, was auf den Weg gebracht worden ist im Gesetz, das eine? Und was ist darüber im Haushalt noch darüber hinaus zu finden? Gibt es da Überschneidungen? Gibt es da möglicherweise Dinge, die verändert werden müssen? Siebtens, die Frage der internationalen Zusammenarbeit. Auch die haben wir immer wieder sehr deutlich und sehr intensiv diskutiert. Wenn es darüber hinaus in der Frage geht, Ekin, leisten wir genug, wenn wir einen Pflichtbeitrag leisten oder darüber hinaus auch freiwillige Maßnahmen? Das wird das Thema sein, auch sicherlich noch mal diese Hausberatung. Ich möchte in dieser Frage gerne im Haushalt zwei, drei Punkte aufgreifen. Einmal bei der Frage Prävention und Kindergesundheit. Das liegt gerade, denke ich, auch allen Gesundheitspolitikern gerade in dieser Legislatur sehr am Herzen. Wir haben da in dem Bereich den Titel, der eigentlich ausgelaufen wäre, Kinderprävention, unter der letzten Koalition neu wieder reaktiviert, neu auch wieder mit Geld versehen. Und dieser soll sich auch in dieser Form verstetigen. Ich möchte zwei Punkte herausheben bei der Frage Prävention von Kindergesundheit, nämlich die Frage, dass die Drogenbeauftragte Frau Mortler in der Sommerpause die Klassen 2000 bereist hat. Unter anderem war sie auch in meinem Wahlkreis. Wir haben uns vor Ort angesehen, was mit der Frage Klassen 2000 denn tatsächlich umgesetzt wird. Ich muss sagen, Großartiges, Großartiges. Und die Grundschule in meinem Wahlkreis hat uns in ganz großartiger Weise gezeigt, wie wichtig es ist für die Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse. Ich weiß, es gibt Projekte, auch in der Kita, aber was ist mit den jungen Erwachsenen danach, wenn sie zur weiterführenden Schule gehen? Gerade dann, wenn die Fragen kommen, wie Pubertät und so weiter. Also da ist noch eine ganze Menge, was wir im Rahmen der Haushaltsberatung, wo wir im Rahmen der Haushaltsberatung genau hinsehen. Den Punkt Suchthilfe, Methadon, sonstige Programme will ich mir aus Zeitgründen jetzt einfach mal nicht ansprechen. Ein weiterer Schwerpunkt, der mir auch sehr am Herzen liegt, ist die Frage Menschen mit Behinderung. Gesundheit, wenn man krank ist, wenn man als gesunder Mensch krank wird, ist schon schlimm. Aber wenn man behindert ist, ist es dieses Mal noch eine viel größere Herausforderung, vor der wir uns stellen. Wir haben in unserem Haushalt, im letzten Haushalt für das Jahr 2015, also in dem aktuellen, Gelder bereitgestellt für den Bereich Special Olympics. Und ich habe mir genauer mal angesehen, auch mit den Ärzten gesprochen, und ich habe dort gelernt, dass intellektuell behinderte Menschen bzw. Menschen mit Down-Syndrom fast gar nicht an den Augen untersucht werden. Das heißt, 80% der Kinder, der jungen Erwachsenen, der Menschen mit Behinderung, intellektueller Behinderung, werden gar nicht untersucht. Und das heißt, sie können teilweise nicht arbeiten, nicht weil sie nicht arbeiten könnten, sondern weil sie es gar nicht sehen. Dort im Rahmen der Special Olympics sind an jedem Tag 250 Athletinnen und Athleten untersucht worden. Rund 100 Brillen sind jeden Tag angefertigt worden. Das sollte uns auf jeden Fall interessieren, und da sollten wir auch auf jeden Fall einmal genauer hinsehen. Ein weiterer Punkt.
Ein weiterer Punkt, den ich gerne noch ansprechen möchte, und zwar ist das die Frage Pflege im Umgang, wenn behinderte Menschen in ein Krankenhaus kommen. Ob jetzt Kinder oder ältere Menschen, aber nehme ich mal ganz einfach Kinder, weil sie den besonderen Schutz von uns benötigen. Da fehlt im Moment noch eindeutig die Assistenz. Die jungen Familien können nicht jeden Tag von der Arbeit fernbleiben, um denn dann beim Kind zu sein. Die Eltern müssen sicher sein, dass sie in dem Bereich auf jeden Fall auch eine Assistenz haben, die dann, denn, wenn sie denn da nicht da sein können, weil sie auch zur Arbeit gehen oder anderen Aktivitäten nachgehen müssen, dass ihr Kind, dass der ältere Mensch auf jeden Fall gut versorgt ist. All dieses sind Themen, die wir im Rahmen dieser Haushaltsberatungen sicherlich aufgreifen werden. Ganz zum Schluss möchte ich auch unserer Staatsministerin Aydan Özus ganz, ganz herzlich danken, die im Frühjahr diesen Jahres zur Charta der Vielfalt aufgerufen hat, die wir unterzeichnet haben. Dort im Rahmen dieser Veranstaltung sind sehr, sehr viele Maßnahmen besprochen worden, gerade im Bereich der Migration und Integration, die wir jetzt in diesem Haushalt suchen werden, nachsehen werden, ob es denn tatsächlich auch in dieser Form umgesetzt wird. Ganz zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Präsidentin, mein Kollege Dirk Heidenblut und ich, wir haben in der zurückliegenden Woche das Thema Hospiz und Palliativ in unseren Wahlkreisen angesprochen. Eine Palliativmedizinerin hat uns ganz zum Schluss, es war eine großartige Veranstaltung, und aber ganz zum Schluss hat sie uns mit auf den Weg gegeben. Wir müssen hier vor Ort in Berlin im Rahmen unserer politischen Aufgabe und Verantwortung darüber diskutieren, was uns der Mensch insgesamt im Bereich der Gesundheit und der Pflege wert ist. Und nicht, was es uns kostet, sondern was es uns Gesundheit und Pflege wert. Und in diesem Zusammenhang und vor diesem Hintergrund werden wir insgesamt die Haushaltsberatungen durchführen, organisieren. Und ich möchte Sie, liebe Fachkolleginnen und Fachkollegen, dazu aufrufen, uns als Haushälterinnen und Haushälter in dieser Frage zu unterstützen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat Elisabeth Scharfenberg.